Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Murdered Soul Suspect. Ja, im letzten Part sind wir mit Joy hier in die Psychiatrie gegangen. Wir mussten uns jetzt leider trennen vor der Sicherheitsstation, weil dort ja eine Tür aus der Geisterwelt war, die für uns verschlossen war. Und nun sind wir hier unterwegs und sind wieder eine Kitty Cat. Ich finde das so niedlich. Und ich habe schon wieder vergessen nachzugucken, wie dieses Spiel heißt. Welches ich schon vor etlichen Parts mal erwähnt hatte. Ich prüfe das zum nächsten Part, sage ich euch, wie es heißt. So, oh Gott, das ist so geil, ne? Ich feiere das gerade so hart, hier diese Katze zu sein. So, so cool. Okay, ich würde sagen, da geht's weiter. Ich hoffe, der Hintergrund ist nicht zu laut. Weil wir hier... So, what? Sich Dämonen nähern. Halte R1 gedrückt und spüre Dämonen auf. Da unten. Okay. Wir haben ja, es ist halt gerade Maisernte und hier fahren dauernd die Trecker vorbei und... Okay, ich kann das auch als Katze. Cheeky. Okay. Aber können Sie mir denn als Katze was tun? Das wäre jetzt die Frage. Und ich denke, ich muss hier bestimmt irgendwo runter, ne? Aber wo und wie? Na, das geht ja gut los hier. Ach, hier. Okay. Oh, ich will hier nicht runter. Oh, da hätte ich auch runtergekonnt. Hätte nicht so weh getan. Okay. So. Die Dämonen sind da hinten. Ich überlege gerade, wie wir das am schlauesten machen. Ob ich mich einfach am schlauesten hier von Seele zu Seele seppe. Um dann die Dämonen zu killen. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, oder? Okay. Neuer Plan. Bei dem muss ich jetzt warten, dass er sich umdreht, würde ich sagen. Oh ne, jetzt kommt der da auch noch, ne? Okay, dann denke ich, wird es wahrscheinlich einfacher, wenn ich dann erst den hässlichen Vogel mache. Okay, dann seppen wir uns jetzt mal hier durch. Oh Gott, Leute, ich hasse Dämonen. Oh oh, geh weg. Geh weg. Oh mein Gott. Oh, hi. Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, versteck dich doch. Entschuldigung, dass ich so geschrien habe, Leute, es tut mir leid. Thank you.
Bierchen noch. Ja. Sehr gut. X-So. Okay, und jetzt muss ich mich eigentlich nur noch um den da kümmern. Oh nein, er hat mich gesehen. Er hat mich auch gesehen. Das war ja klar. Das war ja klar. Sterben sonst gleich. Krass, ich bin das erste Mal in dem Spiel gestorben. Okay. Also den muss ich mir dann von der anderen Seite schnappen. Gut. Haben wir das jetzt auch gelernt. Obwohl, nee, ich bin nicht das erste Mal. Doch, ich glaube, die Dämonen hatten mich vorher sonst nicht umgebracht, ne? Oh, wo bin ich denn jetzt? Muss ich das jetzt hier nochmal machen? Euer Ernst. Ja, geil. Ja. War übrigens gelogen. Ich bin, glaube ich, schon mal in dem Spiel gestorben. Oh Gott. Toll. Ich dachte, ich erwische. Ich kann da drum rumlaufen. Und ich habe aber nicht gesehen, dass das da schon auf dem Boden war. Läuft heute, Leute. Läuft. Richtig gut. Rückwärts, bergab und so. Aber es läuft. Okay. Dann laufen wir jetzt ganz außen rum. Ah. Das ist doch kacki hier. Hi, Kitty. So, zeig mir, wo es lang geht. Los, los. Lauf, Kitty Cat, lauf. Ums Eck, huch. Und ums Eck. Ums Eck. Und runter. Und runter. Also ich glaube, so wie wir das hier vorhin gemacht haben, war das gar nicht. Okay. Wie kann er mich denn jetzt gesehen haben? Danke fürs Gespräch. So. Jetzt den nehmen wir gleich, wenn er hier lang geht. Er müsste doch jetzt gleich hier lang kommen, genau. Wieso? Wieso? Geh weg. Geh weg. Geh einfach weg. Du dober Dämon, ey. Verschwinde einfach. Geh. Ich hab dich nicht eingeladen. Geh. Das ist nicht deine Party. Okay. Anderer Plan. Geh. Geh doch einfach weiter. Ihr könnt doch da nicht beide auf diesem hässlichen Fleck hängen bleiben. Das macht man doch nicht. Komm jetzt rum hier. Los. Komm her jetzt. So, dreh dich jetzt um. Oh Gott. So, jetzt gehen wir hier wieder rein.
Jetzt warten wir auf den. Oh, geht doch. War doch eigentlich gar nicht so schwer. War nur dezent schwer. Oh mein Gott. Okay. Na gut, wir haben es hingekriegt. Aber ich wollte jetzt mit dem hier noch reden. Hi. Diese Teile sind nicht meine. Wo bin ich? Arbeiten Sie hier? Zeigen Sie etwas Gnade. Ich wünschte, ich könnte helfen. Tut mir leid. Ja, so sorry, ey. Es tut mir echt leid. Aber ich kann dir nicht helfen. So, ist hier irgendwas... hier sieht jemand auch Dämonen. Na, herzlichen Glühstrumpf. Mann, diese blöden Leute draußen, ey. Sollen die nicht mit dem Auto durch die Gegend fahren? Ich mag sie nicht. Okay. So, hier haben wir auch nichts ver... Ups, jetzt bin ich da fast reingerannt. Nicht gut. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt hier den Weg und gehen hier durch. Och, schön. Nee, ey. Immerhin sind hier keine Dämonen. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Ja, das ist, man sieht, dass das hier ein sehr, sehr alter Teil dieser psychiatrischen Anstalt ist. Was sammeln wir hier ein? Rex um Rat bitten. Ich frage Rex, was er von Ronans Antrag hielt, und er schenkte mir nur ein breites Lächeln. Er mochte Ronan immer. Ich glaube, er war bloß überrascht, dass er so etwas Gewöhnliches tun würde, wie mir einen Antrag zu machen. Aber er nahm es als gutes Zeichen auf. Ich denke, das sollte ich auch. Ja. Sehr, sehr schön. Okay. Ja, es ist hier... Ja gut, hier haben sie dann wahrscheinlich die Experimente gemacht. Oder die Behandlung. Und dann konnten die Leute von hier oben zugucken. Ich meine, ob das jetzt so geil ist, sei mal dahingestellt. Aber, ja, so war das damals. Das brauchen wir leider auch gar nicht schönreden. Okay. Oh, hört auf zu lachen, ihr seid gruselig. Na geil, wie soll ich... Achso, ich kann mich da vielleicht durchteleportieren. So, Geschichte Salems. Anatomiehörsaal Widmung. Wissen bedeutet nichts, wenn nicht an eine neue Generation weitergereicht. Möge dieser Hörsaal gebaut 1899 die Weisheit erfahrener Ärzte an zukünftige Generationen weitergeben. Oh, Anatomiehörsaal, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr zufällig die Serie Charité geguckt habt. Da gab's, hatten sie das ja auch mit diesem Hörsaal, wo die Leute dann durch konnten, wollte ich gerade sagen. Also quasi mit sitzen konnten die Studenten und sich das dann angucken, wie das war. Auf jeden Fall, wer sich für Medizin und Medizingeschichte interessiert, sehr, sehr coole Serie. Ich muss die neue Staffel, also was Neues, die auch nicht mehr, aber die dritte Staffel noch angucken. Hi, Joy. Hey, Ronan. Hast du mich vergessen? Alter, ich habe mich gerade durch das creepigste Creepige gekämpft und du meckerst mich ja an. Das ist ja mit dir nicht richtig. Ah, oh, oh. Ich dachte da... Ah, jetzt. Sammeln. Ins grelle Licht gestellt. Ja, okay. Aber wir haben da bestimmt schon so viele von übersehen, aber ich finde das halt auch echt schwierig. So. Und so. Okay, du gehst da mal weiter. Ich guck mal hier rein. Okay, hier ist nichts. Okay, foltern wir hier mal rein. Hier dürfte aber keine Kamera sein, ne? Da sind nur Menschen. Gut, wir sammeln hier aber erstmal die Zeitung. Zeitungsartikel Nummer 5. In einer gestrigen Pressekonferenz des Salem Police Department bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise in dem Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagt Detective Larsen, ermuntern wir gleichzeitig die Leute, mit jeglichen eventuellen hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen, zusammenzuarbeiten und unsere Gemeinde sicherer zu machen. Ja, schön. Ganz toll. Oh Gott, da liegt schon wieder so ein armer Patient. Oh, wir haben die Geschichte abgeschlossen. Mann in der Kiste. Nice. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Er bekommt sie nicht. Verdammt.
Wir haben uns wegen der Schocktherapie Sorgen gemacht. Er hat bereits einen Dachschaden. Sag sowas nicht. Na schön. Finde heraus, was deine komatöse Zeugin zu bieten hat. Vertraut aus. Dieses bedeutet Schutz. Warte, Vertrag? Sie weiß es noch, sie weiß es noch. Okay. Tut mir leid, Kleine. Vielleicht hätten wir dich doch nicht gebraucht. Okay, Aris sieht mich. Iris kann mich sehen. Sie ist auch ein Medium. Okay, finde heraus, was Iris weiß. Kann ich mich hier dafür erstmal umgucken? Das sieht... Also, ich meine, sie ist ein bisschen gestört, aber die Bilder sehen krass aus. Muss ich jetzt Besitz von ihr ergreifen? Ich will das nicht. Was zum Teufel? Sie hat mich rausgeschmissen. Okay. Mal sehen, ob mir irgendwas hier sagt, was mit dem Mädchen los ist. Okay, ich stelle fest, was Iris über den Glockenmörder weiß. Mhm. Ja, das hat sie umgekippt vorhin. Iris scheint im Moment sehr aufgewühlt zu sein. Wundert mich jetzt gar nicht. Stifte. Warum sollten sie ihr Stifte geben? Ist das irgendein Teil ihrer Therapie? Ja, gute Frage, ne? Was will Iris uns mit dieser Zeichnung mitteilen? Hängt Scheiterhaufen verbrannt, Windspielglocke geköpft, Hut. Auf einem Scheiterhaufen verbrannt oder ist es die Glocke? Auf dem Scheiterhaufen verbrannt, würde ich sagen, ne? Und Glocke. Symbol im Sand. Das betrifft einen Glockenmord, das Verbrennen eines Opfers auf dem Scheiterhaufen. Oh mein Gott. Scheiterhaufen, da sind wir ja schon wieder bei Hexenverbrennung. Krass. Okay. Das sieht krass aus. Gestörte Zeichnung. Iris muss ihre inneren Dämonen mit dieser Zeichnung ausdrücken. Zwei Mädchen. Und verbunden. Oh, ob er sie beide... Ja, genau, gefesselte Zwillinge. Iris hat eine Zwillingsschwester. Oh mein Gott. Hier sind nochmal Details, die wir analysieren können. Gejagt. Und gequält. Okay, neuer Hinweis. Iris gefangen genommen. Iris wurde von ihrem Angreifer gefasst. Krass, krass, krass. Na, warum geht diese Tür nicht auf? Weil ist so. Weil ich dich erst freischalten muss. Okay. Soll ich jetzt schon mit ihr reden, auch wenn mir noch ein Hinweis fehlt? Sind diese Dinger für eine Art Kunsttherapie oder sowas? Macht... Nein. Blau. Blaue Augen. Kalt wie der Tod. Wer hatte blaue Augen? Und wie der Tod? Was soll das bedeuten? Blaue Augen. Wolfsaugen. Blaue Starren.
Okay, blaue Augen. Jemand mit blauen Augen verstörte Iris sehr. Das Leben gerettet, aber mit ihrem eigenen bezahlt. Der Glockenmörder jagt junge Mädchen. Also, was war's? Was hast du gesehen? Armes Mädchen. Ihre Schwester hat sie befreit, als sie kurz davor waren zu verbrennen, aber sie konnte sich nicht revanchieren. Lass uns in Ruhe! Alles okay? Ronan. Es ist Rose. Flammen. Sie war besessen. Ich hab dir gesagt, du sollst zurückbleiben! Wer seid ihr? Ich bin Joy. Du gehörst hier nicht hin. Die Pfleger. Mist, ich bin erledigt. Iris könnte die Antwort auf alles sein. Hilf ihr! Na los, sie kommt mit uns. Nein! Sie nicht mit! Hör zu, willst du, dass die Pfleger sie mit Elektroschocks traktieren, dann bleibt sie. Willst du, dass sie in Sicherheit ist, dann kommt sie mit und suchst ihr aus. Okay, verbrannt. Iris und ihre Schwester wurden vom Glockenmörder gefasst, Iris entkam, aber ihre Schwester verbrannte. Ich mach kurz Pause. Hammer, was dieses Mädel miterleben musste. Sie musste mit ansehen, wie ihre eigene Schwester verbrannt wurde. Total krass. Ich beende den Part an dieser Stelle und wir versuchen, Iris zu retten, mit hoffentlich mit der Hilfe von Rose, im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und mich und Ronan weiter auf der Jagd nach dem Glockenmörder begleiten würdet. Und bis dahin habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und ja, tschüss!